jetzt auf 4. Führender der Tigerpiloten aus Oschersleben, Michael Heberle. Auf 5 mit seinem Citroën AX. Benjamin Großer. Ja, und Benny Wolver, die 160 vom HCT, hat da richtig Probleme. Gestern war er wesentlich besser unterwegs. Thank you.
Straße, Gelbe-Burkei, Schuttern. Ja, das ist, wie gesagt, ein kleines Phänomen, die Landesfamilie, egal, kriegen Sie da. Bahnklasse 2, Frank Lange, mit dem Alpha, geht gleich in Führung. Zweiter, der zweite Alpha, Harry Eppel, der muss da auf den zweiten Fahrreifen. Außen rein und er lässt richtig fliegen. Harry Hempel fährt das erste Mal, also die erste Saison, richtig jetzt mit gut funktionierender Heiratechnik. Und Frank Lange hat natürlich eine ganze Menge Erfahrung mit seinem Alpha 33. Und da kommt natürlich, sag mal, der lange Vorteil noch davor, dass die Jungs statt der Muttermilch Benzin und Motoröl gekriegt haben, weil diese ganze Familie lebt den Autocross. Es sind nicht nur Fahrer, es sind nicht nur Autocross-Fans, weil die Landes, egal wer es ist, kann man wirklich sagen, die leben Autocross. Der Vater, ein kleiner Anschlag, dein ältester Körper, der in der Nähe unterwegs, der zwei älteste Brandlange und der dritte Volker aus dem Raum. In die Klasse 7. Die beiden Alphas in Führung. Harry Eppel aus Hamburg. Er ist Servicetechniker bei einem sehr großen deutschen Gabelstaplerhersteller. Ja, er dachte mal, ich soll still sein. Aber wir machen ja keine Werbung. Dahinter auf den dritten Platz aus Braunschweig, 258. Frank Höhle und die 245 die Mädchen von Mendes Timor, die Händchen danken, Frank von Schönenberg. Hanne, hat ein kleines Sommerlisch, aber Timo hat Probleme mit den 60 Baumwolken im Moment mit. Auf Deko, auf dem Winkel. Dann noch dabei die 275, Michael Golz. Mit einem Audi Quattro, die 221, Jürgen Jutz. Dann nochmal 296, Mike Kirste, 220. Heiko verwendet das. Ja, dann sehen Sie mal diesen Abstand von Handlange auf Harry Ende. Beide Autos laufen auch ziemlich gleich gut. Aber